Hi Leute, ich bin Samenturia und wir gehen in den Lehenwald. Kommt mit. Ich werde diesen Berg erklimmen. Ich weiß, auf der Kamera sieht es wahrscheinlich gar nicht aus wie ein Berg, aber es ist ein Berg, glaubt mir. Und dann wartet ein interessantes, hoffentlich interessantes Denkmal auf uns. Schauen wir mal. Auf geht's. Was haben wir denn hier? Heimholzsche Röhren, Raumröhren. Die Röhren verstärken unterschiedliche Tonschwingungen aus dem umgebenden Raum. Welche Röhre hat den tiefsten, höchsten Ton? Test. Okay. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht bei mir. Auch das, meine Freunde, ist ein wunderbarer alter Wald. Hier im südlichen Steigerwald in der Nähe von Münchsteinach. Herrlich. Ja, hier sind moosige, dichte Wälder. Das ist natürlich ein Traum für jeden Pilzsammler. Hier haben wir einen giftigen, keine Ahnung, was das ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber es gibt hier sicherlich auch schöne Maronen, Rotfußröhrlinge, vielleicht sogar Steinpilze, wer weiß. Und das sind die Wälder, die ich liebe. Keine Menschenseele. Am Arsch der Welt, wenn ihr so wollt. Aber dennoch in einem Gebiet, was relativ kompakt ist, alles gut zu erreichen ist mit dem Auto. Und dafür ist ja der Steigerwald auch echt bekannt. Also es ist ein kleines Mittelgebirge. Ich mache vielleicht mal ein Video darüber, denn viele wissen gar nicht, wo der Steigerwald liegt. Wir sind hier im Norden Bayerns, in Mittelfranken, südlich des Steigerwaldes und erforschen die Natur und die Mysterien. Und wir kommen zu einer Gabelung. Wir entscheiden uns für rechts. Eine Wurfstation. Viel mehr interessiert mich aber der hier, der Baumstamm mit diesen schönen Pilzen. Wer sich jetzt fragt, warum stehen denn hier überall Schilder und so komische Gebilde? Wir sind hier am Weg der Oasen oder Oase, der Sinneweg im Wald. Und hier steht quasi an jeder Ecke irgendwas, wo man seine Sinne quasi neu entdecken kann, erfahren kann und so weiter. Auf münchsteinach.de gibt es dazu sicherlich mehr Informationen. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Beschreibung. Wer Interesse hat, hier in der Nähe vielleicht sogar wohnt. Ja, ich denke mal, so mit Familie, Kind und Kegel ist man hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich bin jetzt schon ganz nah an meinem Zielort. Ich möchte zu einem Denkmal im Wald. Darüber findet man aber gar nichts, nur dass es hier ein Denkmal geben soll. Keine Bilder oder ähnliches. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ein altes Kreuz oder ein paar Ruinen. Das wäre natürlich richtig schön. Oder einfach nur ein Bildstock, wer weiß. Oh, und hier ein richtig schöner kleiner Tümpel. Ein verträumter kleiner Tümpel. Da müssen wir natürlich hin. Boah, herrlich. Oh. Schon allein deswegen hat sich die Reise gelohnt. Oh, wir kommen auf eine kleine Lichtung. Aha. Und auch wieder mit einer kleinen Infotafel. Zum Thema Oase der Sinne. Und hier irgendwo soll es ein Denkmal geben. Die Pappel. Die Pappel, die Ungewissheit. Der Nussbaum, die Leidenschaft. Mhm. Ah, hier drüben sieht man natürlich ganz viele Beschriftungstafeln. Mhm. Wohin geht's hier? Wohin geht's hier?
Ah, da ist ein kleiner Pfad. Schaut mal. Was ist das denn? Was ist das denn? Wow, was geht denn hier ab? Okay. Der Obelisk von Münchsteinach. Ein Denkmal. Ein Denkmal der besonderen Art. Hört ihr's? Boden ist nass getränkt. Was ist denn das? Was ist denn das für Schleim? Oder... keine Ahnung. Das ist ein interessantes Denkmal. Aber schade, ich finde hier keine Info. Hier außenrum geht's nochmal im Rondell mit ganz vielen Beschriftungstafeln, was wohl die Bäume betrifft. Aber leider nicht dieses Denkmal. Was meint ihr? Was soll das darstellen? Ein Obelisken? Eine Speerspitze? Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Eine Flamme vielleicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich hab's, Leute. Das hier ist ein okkulter Anbetungsort. Die Opfer werden hier gebracht. Dort hinten sind die Messer versteckt. Dolche, Schwerter, alles dabei. Und ich glaube, ich habe zu viele Horrorfilme gesehen. Ist natürlich ein Spaß. Keine Ahnung, was hier abgeht. Wir lassen einfach mal das Ganze auf uns wirken. Ja, Leute, in diesem Sinne, wir haben unser Ziel erreicht. Falls ich noch was rausfinden sollte, um was es sich denn hierbei handelt, lasse ich es euch noch wissen in diesem Video. Manchmal hilft es, wenn man außen rum geht. Hier steht eine kleine Infotafel zu dem Ganzen. Ich lese es euch kurz vor. Nemeton. Bis auf wenige Ausnahmen kannten die Kelten der vorrömischen Antike keine Steinbauten als Kultstätten. Sie verehrten ihre Götter an besonderen eingefriedeten Orten, die durch Wälle, Gräben und Palisaden von der Außenwelt abgegrenzt waren oder in den heiligen Hainen ihre Wälder. Das keltische Wort für Waldheiligtum, Nemeton, ist mit Lateinisch Nemus, heiliger Hain, und Griechisch Nemos, Hain, ursprungsverwandt. Ursprünglich bezeichnete es ein für die Gottheit reserviertes Stück Land von der indogermanischen Wurzel nem, zuteilen. Ein Nemeton konnte auch als Versammlungsort dienen, so tagte der Stammesrat der kleinasiatischen Galater in einem als Dru-Nemeton, Eichenhain, bezeichneten Wald. Der keltische Steinkreis soll unter dem Namen Nemeton die Tradition dieser keltischen Waldstätten und Orte der Begegnung fortsetzen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und mit mir den Steigerwald und andere tolle Orte und Regionen erkunden wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ein Kommentar hilft auch immer gut. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, der Abenteurer zieht ins Abenteuer. Macht's gut. Ciao. Und halt noch was ganz vergessen, in eigener Sache, ich war ja schon mal hier in Münchsteinach im Ort unterwegs und da gibt es eine wunderschöne Kirche St. Nikolaus. Ich verlinke es euch mal hier, schaut es euch einfach an, genialer, mystischer Ort, ein altes Münster, eine alte Bastei könnte man fast sagen, richtig, richtig schön, hab dort die Dreherlaubnis bekommen und ich glaube,
Das Video ist ganz spannend. Also wen es interessiert, alte Kirchen, alte Orte, schaut auf jeden Fall rein. Tschüss.